Auswandern als Rentner nach Litauen? Ja, warum eigentlich nicht? Die Einwanderungsrichtlinien für deutsche Bürger sind äußerst großzügig gestaltet. Es besteht die Möglichkeit für deutsche Staatsangehörige, ohne ein Visum in das schöne Litauen einzureisen und sich dort für einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen aufzuhalten. Sollte der Wunsch bestehen, länger als 90 Tage in diesem faszinierenden Land zu verweilen, ist es erforderlich, eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Diese kann bequem bei der litauischen Botschaft oder dem litauischen Konsulat in Deutschland eingereicht werden. Laut den neuesten Daten des statistischen AMTs Litauens haben sich im Jahr 2022 mehr als 10.000 deutsche Staatsbürger dazu entschieden, in Litauen ihren Wohnsitz zu nehmen. Von diesen 10.000 waren etwa 5.000 Rentner. Es ist erstaunlich zu sehen, dass die Anzahl der deutschen Rentner, die sich in Litauen niederlassen, in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Die Gründe dafür sind die gleichen wie in den Vorjahren. Die attraktiven Lebenshaltungskosten, das Gefühl der Sicherheit, das angenehme Klima und nicht zu vergessen die reiche Geschichte und Kultur des Landes. Für deutsche Staatsbürger, die eine Aufenthaltserlaubnis beantragen möchten, gelten bestimmte Voraussetzungen. Es wird ein gültiger Reisepass oder Personalausweis benötigt. Ein Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel ist erforderlich. Eine Krankenversicherung muss nachgewiesen werden. Es ist ein Nachweis über angemessenen Wohnraum vorzulegen. Ein Beleg für eine Beschäftigung in Litauen ist erforderlich. Sobald alle genannten Voraussetzungen erfüllt sind, wird in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer eines Jahres erteilt. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, diese Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Alle erforderlichen Unterlagen sollte sorgfältig vorbereitet werden und sich bei der Beantragung der Aufenthaltserlaubnis von den zuständigen Behörden helfen zu lassen. Die Mietpreise in Litauen können je nach Standort und Größe der Immobilie variieren. In der Hauptstadt Vilnius sind die Preise tendenziell am höchsten. Dort kann man für eine Einzimmerwohnung in zentraler Lage mit Mietkosten zwischen 400 und 600 Euro pro Monat rechnen. Außerhalb der Stadt liegen die Preise eher im Bereich ab 200 und bis zu 400 Euro. In kleineren Städten wie Klaipeda oder Šiauliai sind die Mietpreise deutlich niedriger. Hier kann man für eine Einzimmerwohnung in der Innenstadt etwa mit Kosten zwischen 200 und 300 Euro pro Monat rechnen, während es außerhalb der Stadt etwa 150 bis 250 Euro sein können. Auf dem Land sind die Mietpreise noch erschwinglicher, jedoch sind die Angebote hier begrenzter. In ländlichen Gegenden können die Kosten für ein kleines Haus oder eine Wohnung zwischen 100 und etwa 200 Euro pro Monat liegen. Im Allgemeinen sind die Lebenshaltungskosten in Litauen im Vergleich zu Deutschland niedriger. Lebensmittel für einen Ein-Personen-Haushalt können die monatlichen Ausgaben für Lebensmittel etwa 150 bis 250 Euro betragen. Ein Essen in einem preiswerten Restaurant kostet durchschnittlich 8 Euro. Getränke, ein Bier in einer Bar oder einem Restaurant kostet in der Regel 2 Euro, während eine Flasche hochwertigen Weins im Supermarkt etwa 7 Euro kostet. Die monatlichen Stromkosten für eine Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung liegen durchschnittlich etwa bei 80 Euro, abhängig vom Verbrauch und der Jahreszeit. Für eine unlimitierte Internetverbindung zu Hause betragen die monatlichen Kosten in Litauen in der Regel rund bei 25 Euro. Nebenkosten. Die Nebenkosten für eine Wohnung, einschließlich Heizung, Wasser, Müllabfuhr und so weiter, belaufen sich normalerweise auf 100 Euro pro Monat, auch hier abhängig von der Wohnungsgröße und der Jahreszeit. Die Entscheidung, als Rentner nach Litauen auszuwandern, kann aus verschiedenen Gründen reizvoll sein, wie zum Beispiel die niedrigeren Lebenshaltungskosten, eine andere Kultur, eine abwechslungsreiche Landschaft oder einfach der Wunsch nach Veränderung. Wenn Sie nicht mehr berufstätig sind und als Rentner ins Ausland ziehen möchten, sollten Sie einige wichtige Aspekte beachten. Litauen, ein charmantes baltisches Land mit einer reichen Geschichte und Kultur, erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei deutschen Rentnern. Wäre Litauen ein Land für dich zum Auswandern oder eher nicht?